Heute möchte ich euch meine Läufer-Website laufspaß.com vorstellen. Laufspaß.com stellt Läufern viele interessante Infos zum Thema Laufen zur Verfügung. Ganz besonders stehen bei laufspaß.com Laufberichte im Mittelpunkt, die unsere Laufautoren geschrieben haben. Das Ganze wird mit schönen Bildern ergänzt und teilweise stellen wir da auch Filme zur Verfügung. Ich zeige euch nun mal die wichtigsten Bestandteile von laufspaß.com und auch wie die Website aufgebaut ist. Speziell wenn ihr was sucht, gibt es ein Inhaltsverzeichnis von A bis Z. Hier oben ist auf jeder Seite, dieser Kopf ist einheitlich auf jeder Seite und da kann man auch Inhalt von A bis Z anklicken. Wenn man jetzt zum Beispiel was vom Jungfrau-Marathon lesen will, kann man hier J anklicken. Und dann sieht man hier, gibt es diverse Berichte zum Jungfrau-Marathon. Der letzte Bericht von mir selbst war im Jahr 2007, bin da also schon länger nicht mehr mitgelaufen. Ich klicke es mal hier an und hier sieht man den Bericht zum Jungfrau-Marathon 2007. Natürlich kann man auch suchen, hier haben wir eine Suchfunktion. Ich gebe auch einfach wieder ein Jungfrau-Marathon. Schauen wir mal, was er als Ergebnis ausgibt zu dem Begriff. Ja, hier sieht man auch wieder, hier mein Bericht zum Beispiel vom Jahr 2006. Klicken wir mal an. Ja, sieht man hier. Hier sieht man schöne Bilder. Hier habe ich eine kleine Fotopause gemacht, ließ mich dabei fotografieren. Und hier ging es dann langsam Richtung Eigergletscher und Ziel. Ja, gehen wir zurück zur Startseite. Da gibt es ein bisschen so einen Einleitungstext. Da kann man auch gleich Links anklicken. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Laufberichte sehen will, dann kommen wir hier zur Laufberichte-Übersicht. Der jüngste Bericht ist aktuell vom Jürgen Sindhoven, der China Coast Marathon in Hongkong. Schauen wir uns doch mal ganz kurz an. Hier. Da hat er allerlei dazu geschrieben und dann gibt es natürlich auch noch schöne Bilder. Hier sieht man den Jürgen, das ist einer unserer Laufautoren, spezialisiert auf internationale Marathons, Hauptstadtmarathons, Inselmarathons und Marathons von allen möglichen Ländern der Welt. Ja, wieder zurück zur Hauptseite, da zeigen wir immer die brandneuen Berichte an, immer die zwei neuesten Berichte. Ich habe hier einen Bericht, der jetzt nichts direkt mit einer Laufveranstaltung zu tun hat, ist hier der neueste. Da geht es um Enten, Gänse und weitere häufig vorkommende Wasservögel, die man beim Laufen halt öfters sieht. Und die stelle ich darin vor. Hier sieht man zum Beispiel Stockenten. Dazu gibt es auch einen kleinen Film. Kann man hier mal anklicken. Das ist jetzt sozusagen ein Film im Film. Reit hier mal ein bisschen voran, ja, und da sieht man halt, da wird zum Beispiel die Stockente erklärt, einer der häufigsten Wasservögel. Ich gehe zurück zur Hauptseite, ja, dann das zweitneueste war der China Coast Marathon von Jürgen Sindhoven, den wir schon angeklickt haben, und dann sieht man hier weitere aktuelle und neue Seiten, das sind jetzt Berichte, die ein bisschen weiter schon zurückliegen. Zum Beispiel vom Coburg Wintermarathon am 28.01. habe ich jetzt hier einen Bericht geschrieben. Hier der Text dazu, dann gibt es da auch wieder einen Film dazu. Sieht man, da bin ich bereits nachts gestartet. Ich klicke mal ein bisschen weiter. Ja, da ging es auch durch Wald, aber es war auch ein bisschen trailig. Ja, zum Thema Trail, da haben wir natürlich auch viele interessante Berichte über Trails, wie zum Beispiel den Altmühltrail letzten Herbst, hier mit schönen Bildern. Oben gibt es auch wieder einen Film dazu, hier Bilder und natürlich auch Text. Das sieht man also, wir hatten beim Altmühltrail viel Spaß, der war etwa 30 Kilometer lang. Aber viele Trails sind halt viel länger. Zoomen wir mal ein von unseren Experten für Trails einen Bericht vom Thomas Eller. Hier haben wir zum Beispiel den Trail Carmi di Cavall. 185 schrecklich schöne Kilometer mit ganz tollen Bildern. Hier sieht man eine traumhafte Bucht beim
bei diesem Trail. Hier die Stadter, hier während des Laufs und wunderschöne Bilder vom Meer an der Küste. Da ging es halt viel an der Küste entlang. Ja, der Trails ist natürlich der Ultra Trail du Mont Blanc. Da haben wir auch diverse Berichte. Hier zum Beispiel von 2017 haben wir einen. Da auch mit Film. Mit vielen schönen Bildern vom Stadt und dann vom Lauf auch selber. Gehen wir zurück zur Stadtseite. Wir haben hier auch noch rechts eine Navigation. Hier mache ich ein bisschen Werbung für mein Buch vom Deutschlandlauf 2016. Mein Deutschlandlaufbuch 2017 ist noch in Arbeit. Und hier kann man zu verschiedenen Themen was anklicken. Hier auch nochmal kann man auf das Inhaltsverzeichnis verzweigen, auf Laufberichte, Links. Ja, es gibt auch allerlei Links, News, English Pages, da haben wir leider relativ wenig. Auch zum Thema Ausrüstung, Einkaufen gibt es ein paar Testberichte zum Beispiel. Ja, dann haben wir hier was zu Disziplinen, zum Beispiel zum Thema Berglaufen Infos. Und hier kann man mal so Vergleiche machen mit einer Stadtmarathon-Bestzeit von 4 Stunden. Braucht man beim Liechtenstein-Marathon wohl an die 6 Stunden. Graubünden-Marathon, den gibt es leider jetzt auch schon nicht mehr, aber so ähnliche Marathons müsste man dann mit 7 Stunden rechnen. Auch zum Thema Ernährung und Medizin haben wir ein paar Berichte. Ein Thema ist zum Beispiel das Thema Allergien, Heuschnupfen und Asthma. Da gibt es allerlei Tipps, wie man sich dagegen helfen kann. Auch wie sich Allergien vermeiden lassen. Dann schauen wir, was gibt es noch zum Thema Ernährung, Medizin. Ja, Körperfett spielt immer eine Rolle, hier ein paar Tabellen. Wenn man jetzt 20 bis 24 Jahre alt ist, ist ein BMI bei Frauen von 18 sehr gut und über 30 schlecht. Ja, hier haben wir dann zum Thema Läufe nochmal unter Menüs. Da werden zum Beispiel unsere Autoren von den Laufberichten vorgestellt, will ich jetzt auch mal machen kurz, unsere Autoren vorstellen. Also Jürgen Sindhoven, habe ich schon vorhin gesagt, der ist immer international sehr unterwegs, berichtet von Hauptstadtmarathons und von allen möglichen Marathons auf der Welt. Dann haben wir den Lars, der macht alle möglichen Marathons, vom Stadtmarathon wie Luzernmarathon bis zum Traillauf. Dann haben wir den Thomas Eller hier. Er berichtet ganz besonders gern von Ultratrails, also von den ganz verrückten Läufen, wie den Ultratrail du Mont Blanc, Junot, der 230 Kilometer lang ist, den 100 Meilen langen Berlin-Mauerweglauf, Mount Everest-Treppenmarathon, wo auf 84 Kilometern 8880 Höhenmeter zu überwinden sind, vom Transalpin ran, Tortur de Ruhr mit 230 Kilometern oder gerade den 250 Meilen Lauf Fames Ring Race. Ja, und dann am Schluss meine Wenigkeit noch. Ich laufe auch ganz gerne Trails, Landschaftsmarathons und seit neuestem halt auch noch Orientierungsläufe. Bin jetzt zweimal durch Deutschland jeweils etwa 1200 Kilometer weit ziemlich autark gelaufen, also ohne Unterstützung von außen, ohne Begleitfahrzeug und dergleichen. Ja, dann haben wir auch noch frühere Autoren oder gelegentliche Laufspaß.com-Autoren. Ziemlich bekannt dürfte der Andreas Putz von Laufcampus sein, der öfters halt für uns Trainingstipps schreibt. Dann haben wir den Bernhard Seesterheim, auch Buchautor und Ultraläufer. Dieter Ulbricht hat früher mal für uns geschrieben, genauso wie Günter Krommer. Jochen Brosig schreibt ab und zu mal für uns. Der Jürgen Löwenstein hat mal für uns geschrieben. Der Klaus Sobirei. Martin Petersen schreibt ab und zu mal für uns. Martin Lienig, der Veranstalter des ehemaligen Vollmondmarathons, schreibt auch manchmal was für uns. Matthias Lehnerer hat mal ein paar Sachen für uns geschrieben. Michael Back, Rudolf Osthof und auch die Silke Stutzke. Ja, dann gibt es auch noch diverse Literaturtipps bei uns, wie jetzt zum Beispiel das Deutschlandlaufbuch, das sehr gefragt ist.
oder von meinen anderen Orientierungsläufen, das ist der Lauf zur Zugspitze mit dem oberbayerischen Orientierungslauf. Dann haben wir noch das Thema Training. Hier haben wir zum Beispiel einen Altersläufer, einen Rechner. Hier die Weltbestzeiten der hohen Altersklassen. Das sieht man bei der Altersklasse 65 bis 69, war Stand Ende 2009. Da lag der Weltrekord bei 2:41,57. Kann sein, dass der jetzt schon wieder eingestellt wurde, aber es ist, man sieht, man kann auch im hohen Alter, wenn man die entsprechende Begabung und den Trainingsfleiß hat, sehr schnelle Zeiten noch laufen. Herzfrequenz ist ja immer ein Thema, da hat der Herr Butz uns was Interessantes geschrieben. Ja, und natürlich kann man bei laufspaß.com und meinen anderen Seiten auch Werbung schalten. Da kriegt man hier die Information dazu. Ja, das war ein kurzer Einblick in die Internetseite laufspaß.com und ich freue mich über jeden Besucher.